Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um die Frage, wie befestige ich meine Filtertasche, meine Tasche für den Lensball am sichersten an meinem Stativ. Ich nutze ja am liebsten im Moment das Lensaid Carbon Stativ, aber es funktioniert natürlich auch mit jedem anderen Stativ, das man hat. Man stellt sich jedes Mal die Frage, wohin mit so einer Tasche? Einen Haken gibt es nicht. Ja, man könnte es jetzt hier anhängen an die Einstellknöpfe, aber wow, ihr seht schon, ich würde natürlich meine Tasche sehr ungern hier nur abschmieren lassen. Sind 10 Fächer drin, 10 Fächer sind voll. Ich habe meine Rechteckfilter hier drin. Das heißt, die Tasche hat jetzt mittlerweile guten Wert, so von um die 1600, 1800 Euro. Welche wirklich einfache, aber geniale Lösung ich dafür gefunden habe, das zeige ich euch im Video. Viele von euch werden es vielleicht kennen. Ihr seid unterwegs, zum Beispiel mit einem Steckfiltersystem. Ich habe hier bei mir schon mal mein K9 hier vorne auf mein Objektiv gepackt. Kamera steht schon auf dem Stativ. Wie gesagt, ich favorisiere im Moment tatsächlich das Carbon-Stativ von Lensaid. Bin ganz viel damit unterwegs. Ihr seht es immer wieder in meinen Videos. Ein Grund dafür ist ja der kurze Mittelmast, der beiliegt. Ich habe für euch jetzt mal hier zu Demonstrationszwecken, nachher nehme ich es mal wieder, das lange Mittelmastrohr hier montiert. Normalerweise nehme ich das kurze Stück und dann ist das nämlich bis hier oben weg. Das heißt, ich komme schön flach über den Boden. So, jetzt möchte ich fotografieren mit meinen Filtern. Das heißt, ich habe natürlich auch eine Filtertasche. Das kann diese sein von Lowepro, die ich tatsächlich ziemlich genial finde, weil ich meine Filter da tatsächlich sehr, sehr gut drinne aufgehoben finde. Hier oben haben wir eine Schlaufe und die können wir irgendwo anhängen. Aber wo hänge ich die jetzt an, wenn ich fotografiere? Denn wenn ich jetzt einen Filter natürlich einschieben möchte, muss ich meine Tasche öffnen. Könnte jetzt hier natürlich einhändig so einen Filter rausnehmen und dann versuchen, den hier einzupopeln. Habe in der anderen Hand natürlich immer noch meine Filtertasche. Finde ich ziemlich umständlich und es ist tatsächlich auch gefährlich. Manchmal kippst du mit der Hand, Filter rutscht raus, fällt runter, ist kaputt. Suboptimal. So, wohin jetzt mit der Filtertasche? Auch das frage ich mich jedes Mal beim Fotografieren. Ich habe eine Zeit lang das Ganze hier an diese Arretierungsschrauben angehangen, aber das ist tatsächlich, ach ja, das ist ein Spiel mit dem Glück, denn tatsächlich ist meine Tasche auch schon zweimal runtergefallen. Und da war bei mir Schluss, da habe ich gesagt, Mensch, da ist echt viel Geld drin und das einfach dann hier so sorglos irgendwie anhängen, da muss es eine andere, eine bessere Lösung geben. Mein Vorschlag, meine Idee war natürlich, ich möchte das Ganze hier oben griffbreit am Stativ haben. Das Ganze sollte natürlich nicht wackeln. Tja, aber was machst du da? Hier oben anhängen ist keine Option. Jetzt könnte man ja sagen, okay, die meisten Stative haben ja am Mittelmast hier noch diese Lastschraube, an die man eben auch was anhängen kann. Auch das kann ich euch mal zeigen. Man könnte jetzt die Filtertasche natürlich hier unten in diesen Haken einhängen. Aber dann seht ihr schon, dann baumelt das hier lustig hin und her. Und ein zweites Problem ist, die dreht sich natürlich auch. Die bleibt natürlich nicht hängen. Das heißt, es können natürlich Vibrationen gerade bei einer Langzeitbelichtung entstehen, die ihr nicht haben wollt. Euer Bild ist verwackelt. Verwackelt ist das Bild natürlich. Unschön will man nicht haben. Tja, also war auch das für mich keine Option. Tja, aber was jetzt machen? Im Zubehörbedarf gibt es nichts, was entsprechend fürs Stativ ist. Jedenfalls habe ich nichts Sinnvolles gefunden. Das heißt, für mich war die Entscheidung klar. Ich muss selber irgendetwas mir zusammenbauen, wie ich das Ganze am besten lösen kann. So, und in heutigen Zeiten des 3D-Drucks ist das natürlich gar nicht mehr so kompliziert. Man muss nicht in China 1000 Stück bestellen oder 10.000 Stück mit Tausenden von Euro in Vorkasse gehen und hoffen, dass das Schiff nicht quer im Suezkanal steht und man seine Ware tatsächlich auch bekommt, sondern ich habe mich mal an mein 3D-Programm gesetzt und dann habe ich mal entsprechendes Modell entworfen, habe einige Prototypen produziert und habe gemerkt, ah, das geht und das geht nicht. Mein finales Ergebnis ist jetzt mittlerweile so weit, dass ich sagen kann, mir gefällt es. Ich bin soweit damit zufrieden, sodass ich es euch tatsächlich auch vorstellen kann und euch natürlich auch hier die Möglichkeit geben kann, das Ganze selber auch zu nutzen. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Ich kann es euch zeigen. Und zwar ist das hier die Lösung des Problems. Ihr seht schon, es ist ein Ring am hinteren Rand, dann haben wir einen entsprechenden Ausleger und auf den kann ich meine Tasche hängen. Das Ganze ist im Moment konzipiert für das Lensaid Carbon Stativ, da ich natürlich damit auch unterwegs bin. Und ihr bekommt es nicht nur in Schwarz aktuell, sondern ich habe auch mal eine Version in Rot hier mittlerweile gedruckt. Rot gefällt mir mittlerweile, muss ich auch sagen, am besten. Und damit wir natürlich wissen, wofür ist das Ganze, steht natürlich der Schriftzug Filterfotograf hier drauf. Wie funktioniert die Installation? Die ist mega einfach.
denn wir müssen dazu nur unseren Mittelmast hier einmal abschrauben. Wie gesagt, ich fotografiere ja ohnehin mit dem kurzen Mittelmast von LensAid. Das heißt, diesen Lasthaken hier unten, den habe ich ohnehin bei mir dann nicht dran. Aber ich kann es euch mal zeigen, wie einfach das funktioniert. Als erstes Verriegelung abschrauben, dann hier entsprechend die Schraube lösen, die untere. Und dann haben wir, wie bei vielen, vielen anderen Stativen auch, ich habe mich natürlich auf dem Markt auch ein bisschen umgesehen, dann haben wir die Möglichkeit natürlich, das Ganze komplett hier zu entnehmen. Und wenn wir das entnommen haben, dann seht ihr hier unten an der Basis, haben wir natürlich Platz. Und genau dafür habe ich jetzt meinen entsprechenden Taschenhalter entworfen. Den habe ich so entworfen, dass der nicht auf 2 oder 3 mm genau passt, sondern der passt mal richtig genau. Geht leicht drauf, könnt ihr leicht wieder runternehmen und er sitzt so fest, dass ihr euer Stativ damit sogar anheben könnt. So, das Ganze ist nochmal um 360 Grad hier unten an der Basis drehbar. Und dann können wir ganz einfach hier wieder die Mittelmast, wenn ihr den langen nutzen wollt, nutzt den. Ich habe den, wie gesagt, ausgetauscht, wieder einschrauben. Und dann haben wir quasi den Filterhalter entsprechend hier integriert. Und an den Filterhalter können wir jetzt mal ganz einfach hier unsere Filtertasche anhängen. Und dann hängt die wirklich fest. Sie wackelt nicht, denn sie wird durch die beiden Stativbeine hier, ihr seht, gehalten. Das klemmt das Ganze ein. Perfekte Lösung für das Problem Filtertasche. Und dann könnt ihr ganz normal, ja, Filtertasche auf, Filter entnehmen. Könnt ihr mit einer Hand, ihr habt beide Hände frei, könnt ihr in den Filterhalter einschieben, könnt die Tasche natürlich auch zu euch drehen. Ich habe sie jetzt natürlich mal zu euch gedreht, damit ihr das Ganze besser seht. Dann haben wir das Ganze sicher verstaut. Jetzt sagt der eine oder andere von euch vielleicht, ja, meine Filtertasche hat zum Beispiel einen Karabiner hier oben dran. Ich habe nicht die von Lowepro, obwohl ich die euch natürlich wärmstens nur empfehlen kann. Wenn ihr 100er Steckfiltersysteme habt, ist das tatsächlich wirklich zu einem guten Preis, kriegt ihr da eine Top-Tasche. Auch für die Lösung, wenn ihr so einen Haken nicht habt, ihr habt zum Beispiel einen Karabiner, habe ich natürlich das Ganze auch, denn ich habe ja zum Beispiel auch die Filtertasche fürs magnetische System von Case und die haben einen Karabiner oben dran. Und dafür habe ich dann im dritten oder vierten Anlauf hier nochmal eine D-Öse hier an den Filterhalter angebracht. Und auch da könnt ihr jetzt zum Beispiel mit einem Karabiner arbeiten. Das heißt, ihr könnt hier einklipsen und dann habt ihr das Gleiche, könnt eure Filtertasche hier ganz entspannt anhängen und sie hängt sicher, sie hängt auf Arbeitshöhe und ihr habt sie perfekt verstaut. Ihr Lieben, tja, das ist meine Idee zur sicheren Unterbringung. Ich glaube, ich habe das ganz gut gelöst. Ich selber bin damit tatsächlich zufrieden. Und zwar so zufrieden, dass ich gesagt habe, okay, ich stelle es euch jetzt vor. Einige haben es schon gesehen, haben gesagt, das finde ich cool. Kann ich so eine Öse, so einen Haken, kannst du mir den auch herstellen? Wie gesagt, es ist keine China-Produktion. Ich produziere das Ganze selber mit einem 3D-Drucker. Das heißt, es sind immer einzelne Exemplare, die hier hergestellt werden, die wirklich passgenau auf zum Beispiel hier das LensAid Carbon-Stativ hergestellt werden. Gibt es in Rot, gibt es in Schwarz. Und wenn du jetzt sagst, ich habe aber das Stativ nicht, mein Stativ, das gefällt mir, das möchte ich auch nicht eintauschen für das von LensAid, dann ist auch das kein Problem. Dann geh einfach auf das Kontaktformular, schreib mir mal, welches Stativ du hast und dann kannst du ganz einfach Folgendes machen. Du misst einfach mal den Durchmesser deines Stativs, der Basis hier unten, wo dieser Ring sitzen soll, wo der Filterhalter sitzen soll. Sagst mir, wie hoch das Ganze sein soll. Das sind zwei Maße, die du mir ganz einfach ins Kontaktformular schreibst und dann produziere ich explizit für dein Stativ. Schreib mir auch gerne, welches Stativ du natürlich hast. Produziere ich dir diesen entsprechenden Filtertaschenhalter. Und dann passt er auch tatsächlich genau. Nicht nur ein bisschen genau, sondern der passt dann auch tatsächlich richtig genau. Wie gesagt, ich habe ein bisschen dran rumgefummelt. Es gibt etliche Prototypen, die dann in die Mülltonne gewandert sind, weil ich eben einige Sachen auch erstmal herausfinden musste. Wie funktioniert das mit dem Druck? Welche Zugabe musst du geben? Was musst du abnehmen? Welche Maße musst du beachten? Und. Also es hat einige Stunden Arbeit gekostet, bis das Ganze so gepasst hat, wie ich mir das vorstelle. Ihr Lieben, das ist meine Lösung, mein Lösungsansatz und mein fertiger Lösungsvorschlag für die Problematik. Wohin mit der Filtertasche? Wohin mit der Lensballtasche? Wenn ich fotografiere, ich möchte das Ganze am Stativ haben. Ich hoffe, meine Idee gefällt euch. Dann geht mal gerne auf meine Website. Ich verlinke euch natürlich das Ganze unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr meinen Filterhalter. Könnt ihr aktuell, wie gesagt, fürs LensAid Carbon Stativ schon frei weg bestellen. Ich habe schon einige vorproduziert fürs LensAid Stativ, weil ich tatsächlich auch schon einige Anfragen dafür hatte. Gibt es in Rot, gibt es in Schwarz. Könnt ihr euch aussuchen, was euch hier am besten gefällt. Wenn ihr ein anderes Stativ habt, einfach mal die Maße nehmen, am besten mit einer Schieblehre. Das Ganze ist auch nochmal beschrieben auf der Website, welche Daten ich da genau brauche. Und dann produziere ich dir auch für dein Stativ exklusiv diesen entsprechenden Filtertaschenhalter.
Ihr Lieben, das soll es gewesen sein zu meinem Video, zu meiner Lösung, wohin mit meiner Filtertasche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, mein Produkt, mein Eigenentwurf quasi hat euch gefallen. Lasst mir für das Video doch gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch, wenn ihr es nicht ohnehin schon getan habt, gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.